Schon mal gehört, dass etwas Kafkaesk ist? Wisst ihr, woher der Begriff kommt? Dahinter steckt Franz Kafka, der einzige Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, dessen Name in die Sprache aufgenommen wurde, und zwar weltweit. Kafka ist vor 100 Jahren in der Nähe von Wien gestorben, aber bis heute sind Millionen Leser in aller Welt verrückt nach den rätselhaften Geschichten des düsteren Autors. Vom Kafka-Fieber kann man nur schwer wieder geheilt werden. Kafkas Texte befassen sich wirklich mit unseren tiefsten Sorgen. Kafka hat sich selber eigentlich als gescheiterten Autor gesehen, trotz seiner Superbegabung. Was hat es mit diesem Supertalent auf sich? Wer war Franz Kafka? Warum wird er nach wie vor so enthusiastisch gelesen? Und was genau ist eigentlich Kafkaesk? Eine Ausstellung in Prag. Titel Kafkaesk. Ein neues Videospiel über Kafkas Leben. Theaterinszenierungen. Zum 100. Todestag von Franz Kafka begegnet uns überall das Bild dieses großen, dünnen Mannes mit dem Hut und den Augen voll verwundertem Weltschmerz. Er trendet sogar auf TikTok, millionenfach. Schauen wir zunächst einmal, wer war eigentlich Franz Kafka? Franz Kafka wurde 1883 in Prag geboren, als Sohn deutschsprachiger jüdischer Eltern. Er ist ein exzellenter Schüler, aber quält sich immerzu mit Selbstzweifeln. Bin ich gut genug? Werden alle merken, dass ich eigentlich völlig unfähig bin? Vielleicht wählt Franz genau deshalb nach der Schule einen ganz bodenständigen Beruf. Denn nicht überfordert, Versicherungsangestellter. Da wälzt er bergeweise Akten. Nur nachts lässt er den Schriftsteller aus sich heraus. Schreibt Erzählungen, Romanfragmente, zeichnet auch. Und er verfasst haufenweise Briefe, Tagebücher. Es gibt bestimmte Jahre oder Zeiträume, in denen wir fast Tag für Tag wissen, wie er seine Zeit verbracht hat. Aus der Entfernung können wir seine Entwicklung sehen, seine Gedanken, seine Liebe, seinen Schmerz, seine familiären Beziehungen, die Beziehung zu seinem Vater. Die Beziehung zu seinem Vater, ein schmerzhaftes Kapitel. In den Augen von Hermann Kafka, einem erfolgreichen Kaufmann, ist Franz nie genug. Einmal schreibt Franz einen Brief an seinen Vater. Über 100 Seiten lang, wo er das verfahrene Verhältnis endlich klären will. Ich, mager, schwach, schmal, du, stark, groß, breit. Schon in der Kabine kam ich mir jämmerlich vor. Und zwar nicht nur vor dir, sondern vor der ganzen Welt. Denn du warst für mich das Maß aller Dinge. Aber den Brief bekommt Hermann Kafka nie zu sehen. Und auch mit den Frauen läuft's nicht optimal. Viele Liebschaften, zweimal verlobt. Doch sobald es ernst wird, wirft Franz Kafka zweifelnd alles hin. Kein Wunder, dass er auch den Wert seiner Literatur anzweifelt. Kafkas Psyche ist etwas fragil, aber seine Gesundheit ist es leider auch. Mit gerade einmal 40 Jahren stirbt er 1924 an Tuberkulose. Sein letzter Wille, geschrieben an den Schriftstellerfreund Max Brod. Der soll all seine unveröffentlichten Werke vernichten. Zum Glück für die Welt setzt er sich darüber hinweg, weil er seinen Freund Franz Kafka für den größten Dichter seiner Zeit hält. Heute sind Kafkas Erzählungen und Romanfragmente Weltliteratur. Kafka, einer der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftsteller weltweit. Das hätte ihm nicht gefallen. Er hätte wahrscheinlich gesagt, Leute, das ist ein riesiges Missverständnis. Natürlich hat er sich nicht als erfolgreichen Schriftsteller gesehen. Ich meine, er hat dreimal versucht, einen Roman zu schreiben und keinen der drei Romane hat er beendet. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. So beginnt Kafkas wohl bekannteste Erzählung, Die Verwandlung, aus dem Jahr 1915. Ein junger Mann, der als Insekt aufwacht, klingt schräg, aber triggert viele offenbar bis heute.
ein Sinnbild dafür, sich ausgeliefert zu fühlen. It incredibly well captures what it feels like. Es fängt unglaublich gut ein, wie es sich anfühlt, missverstanden zu werden. Gerade als junger Mensch. Der familiäre Druck, wenn man hinausgeht in die Welt, einen Beruf ergreift, sicher ist, dass man scheitert. Und tatsächlich scheitert, trotz aller Bemühungen. All das kommt bei jungen Menschen gut an. Susan Bernofsky hat die Verwandlung ins Englische übersetzt. Sie unterrichtet an der New Yorker Columbia University und erlebt dort immer wieder aufs Neue eine Kafka-Mania bei den Studenten. Jedes Mal, wenn ich meinen Studenten einen Kafka-Text mitbringe, sind sie ganz verrückt danach. Meistens sage ich, hey, schaut euch mal den ersten Satz an und dann überlasse ich es einfach Kafka, wie es weitergeht. Verloren sein, nicht hineinpassen, die Regeln nicht kennen, nicht ans Ziel kommen. Dieses Gefühl zieht sich durch alle Werke Kafkas. Das Schloss. K. erhält vom Grafen eines Schlosses einen Auftrag als Landvermesser. Aber K. wird nie dort ankommen. Und auch die Dorfbewohner können ihm nicht helfen. Mensch gegen Bürokratie. Typisch Kafka. Das Urteil. Die Geschichte eines Vater-Sohn-Konflikts. Viele haben die Novelle als autobiografisch gelesen. Kafkas Reaktion darauf, sicher bin ich mir dessen auch nicht. Der Prozess. Josef K. wird verhaftet und weiß gar nicht warum. Eine surreale Situation. Josef K. wird in ein albtraumhaftes Labyrinth gezogen, ohne den Grund der Anklage zu erfahren oder ob es ein Urteil gibt. Ständig bekommt er Informationen, er kann aber nicht einschätzen, wie verlässlich das ist. Und sie erscheint auch widersprüchlich. Und die Informationen werfen dauernd neue Fragen auf. Das ist das Irre, ja? Jedes Mal, wenn er eine Antwort bekommt, wirft das sofort eine neue Frage auf. Und er muss dann versuchen, weiter zu recherchieren und kommt natürlich zu keinem Ende. Desinformation durch zu viel Information, das ist so Kafka. Skurril, tragisch und auch ein bisschen komisch. Diese Texte sind über 100 Jahre alt und lesen sich, als seien sie gerade erst geschrieben worden. Total aktuell. Ich denke, Kafka ist 100 Jahre nach seinem Tod immer noch so aktuell, weil die Welt, über die Kafka schreibt, in irgendeiner Form immer noch unsere Welt ist. Die Probleme, Bürokratie, Totalitarismus. Das Verhältnis der Menschen zu Strukturen, die sie nicht wirklich verstehen. Seien sie politisch oder rechtlich, ja sogar religiös, sind die gleichen Probleme, die uns heute noch beschäftigen. Was Kafka auch, glaube ich, in seinen Anfängen bemerkt hat, als etwas, was eine Drohung ist, dass wir mit Informationen zugeflutet werden, aber die Informationen nicht mehr ein sinnvolles Ganzes ergibt. Sie können, wenn Sie wollen, von morgens bis abends im Internet recherchieren. Aber die entscheidenden Fragen werden auf die Weise nicht beantwortet. Keine Orientierung, nirgends. Vielleicht sind Kafkas Geschichten auch deshalb so universell, weil sie losgelöst sind von Zeit und Ort. Man weiß gar nicht, wo das Ganze passiert, wenn es passiert. Er verwendet keine vollständigen Namen, nur Initialen. Und es gibt auch keine Hinweise auf die Zeitebene. Deshalb funktionieren seine Texte in jeder Epoche. Nicht mal die Orte haben einen Namen, um die es da geht. Genau deswegen funktioniert Kafka weltweit. Es gibt Festivals und Ausstellungen in Thailand, New York und jetzt eine Ausstellung in Prag, die seine surrealen Welten in Bilder übersetzt. Die Ausstellung Kafkaesque zeigt Werke von mehr als 30 internationalen Künstlern. Einer der Künstler in dieser Ausstellung hat uns gesagt, er könne den Brief an den Vater mit seinem Namen unterschreiben und er würde nicht einen Satz ändern. Und dann die Sprache. Kafka schreibt klar und einfach, sachlich. Da ist nichts Künstliches, Verschwurbeltes. Doch was er beschreibt, das ist traumartig, nebulös. He pulls out all the stops and I just, er zieht alle Register.
Und ich war, gerade als ich jung war, so hin und weg von seiner Art, Situationen zu erschaffen. Und die Sprache so einzusetzen, dass man trotz aller Präzision keine Ahnung hat, was vor sich geht. Es sind diese Räume Kafkas, die kleiner und kleiner oder größer werden. Oder die Unmöglichkeit, die er oft beschreibt, von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Kafka hat es geschafft, in sehr klaren Worten die Bilder zu beschreiben, denen wir in unseren Albträumen begegnen. Diese Bilder, die surrealen Stimmungen, wurden eine riesige Inspirationsquelle für Schriftsteller in aller Welt. Haruki Murakami, Samuel Beckett, Philip Roth, Paul Celan, Paul Auster. Sie alle waren fasziniert vom Zusammenspiel von Alltag und Fantastischem. Und auch Gabriel García Márquez fand vielleicht erst durch Kafka zu seiner Sprache. Als er Kafka las, dachte er, so spricht auch meine Großmutter. Seine Großmutter erzählte García Márquez als Kind immer von Hexen, von Leuten, die wegfliegen. So darf ich also auch schreiben. Ganz selbstverständlich, ohne irgendetwas zu erklären. Das ist magischer Realismus. Das, was in Südamerika unter magischem Realismus bekannt ist, ja, geht zu wesentlichen Teilen auf Kafka zurück. Aber nicht nur für Schriftsteller liefern Kafkas unheimliche Stimmungen Inspiration. Regisseur Orson Welles verfilmt Kafkas Prozess. Düster, expressionistisch. To be in chains is sometimes safer than to be free. David Lynch verfilmt zwar nicht Kafka, aber er kreiert in seinen Werken Kafkaeske Welten, in denen die Grenzen zwischen Realismus und Fantasie fließend sind. In Mulholland Drive lässt er den Zuschauer damit allein, irgendetwas zu verstehen. It's been a very strange day. I'm getting stranger. Man weiß oft nicht, was vor sich geht. Das ist für den Zuschauer genauso verwirrend, wie es Kafkas Texte für den Leser sein können. David Lynch hat sich schon sehr früh mit Kafka auseinandergesetzt, schon in seinen ersten experimentellen Film Ende der 60er Jahre. Er sagte sogar, er empfinde Kafka als einen spirituellen Bruder und er schrieb ein Drehbuch für einen Film, der auf Kafkas Verwandlung basierte. Eine kryptische, vage, bedrohliche Welt. Die Ausstellung im Prager Docks Museum versucht, dieses Gefühl kafkaesk zu ergründen. Künstler, die zeigen, dass Kafka in der ganzen Welt verstanden wird. In Israel, in England, in China, wie zum Beispiel in den Werken von Liu Xia. Für viele chinesische Dissidenten kommt die Realität ihres Alltags diesen soziopolitischen Qualitäten in Kafkas Schriften sehr nahe. Sie empfand sie als kafkaesk. Tja, da wären wir wieder. Kafkaesk. Das gibt es in fast jeder Sprache, steht auch in vielen Wörterbüchern. Gibt es eine offizielle Definition, was kafkaesk bedeutet? Fragen wir nochmal unsere Experten. Es beschreibt vor allem bürokratische Situationen, die sinnlos und unvernünftig erscheinen, wie von einer höheren Macht diktiert, zu der man keinen Zugang hat. Wenn man ständig in bizarre Situationen gerät. Mit kafkaesk meint man im Spanischen, ich denke ähnlich wie überall auf der Welt, etwas Dunkles, Makaberes, Unverständliches, Überwältigendes. Eine absurde Situation, die durch absurde Regeln entsteht. Ja, das Gefühl kenne ich, kennen wir doch alle. Die Hilflosigkeit in einer Welt, die immer komplexer wird. Ob man in 100 Jahren immer noch das Wort kennt, kafkaesk? Wahrscheinlich ja, denn was Kafka beschreibt, das ist eben etwas zutiefst Menschliches. Und das bleibt.